Herzlich willkommen im Hildegard Naturhaus. Im heutigen Gesundheitstipp aus der Naturheilkunde nach Hildegard von Bingen geht es um die Schlüsselblume. Viele von uns kennen diese leuchtend gelbe Blüte schon seit Kindheitstagen. Aber haben Sie auch gewusst, dass diese Pflanze ein wertvolles Naturheilmittel ist? Nach Hildegard von Bingen wird die Schlüsselblume bei rheumatischen Beschwerden, aber auch zur Therapie bei psychischen Erkrankungen verwendet. In der Schlüsselblume sind neben Vitamin C auch Saponine, Phenolverbindungen, Flavonoide und Gerbstoffe enthalten. Diese Pflanze erhält ihre wirksamen Kräfte vor allem von der wertvollen Sonne. Darum vertilgt sie den Melancholiestoff im Menschen. Denn wenn dieser aktiv wird, dann macht sie ihn traurig und in seinem Verhalten wirbelig. So ein Mensch soll diese Pflanze auf seine bloße Haut und vor allem aufs Herz und die Brust legen, damit ihm davon warm wird. Die Luftdämonen, die ihn plagen, verabscheuen die von der Sonne stammende Kraft dieser Pflanze und lassen davon ab, ihn noch länger zu plagen. Doch wer durch seinen ganzen Körper von Rheuma geplagt wird, der lege die Schlüsselblumen in seinen Becher, sodass der Inhalt davon Geschmack annimmt, und trinke fleißig davon, und er wird geheilt. Bei der Anwendung mit Schlüsselblume denkt man in erster Linie nur an die Blüten. Man kann aber die ganze Pflanze verwenden. Hildegard von Bingen schreibt, sie vertilgt die Melancholiestoffe. Sie spricht auch von Geschwätz und Einflüsterungen der Luftdämonen. Ich denke da an Schizophrenie oder Psychose oder an Melancholie und Depressionen. Die Anwendung ist sehr einfach. Man nimmt die Schlüsselblume, das ganze Kraut von der Schlüsselblume, legt es auf die Brust oder eben aufs Herz und lässt es so lang drauf, bis richtig welk ist. Das kommt davon, weil der Körper die Feuchtigkeit der Pflanzen aufnimmt. Wenn Sie keine frischen Schlüsselblume zur Verfügung haben, können Sie selbstverständlich auch getrocknete verwenden. Die legen Sie einfach in ein warmes Wasser rein oder vielleicht sogar in einen warmen Wein. Ich meine aber nicht damit, einen Tee-Obsud zu machen, weil die Wirkstoffe sollten ja in der Pflanze drinnen sein. Sie seichen das Ganze ab, legen das mit einem Tuch wieder auf und geben eine Plastikfolie darüber. Das hat den Sinn, dass die Feuchtigkeit noch mehr aufgenommen wird vom Körper. Die zweite interessante Anwendung mit der Schlüsselblume ist bei Rheuma. Hildegard von Bingen schreibt, wer am ganzen Körper von Rheuma geplagt ist. Es gibt über 300 verschiedene rheumatische Erkrankungen. Und interessanterweise findet man auch bei Hildegard über 300 Therapien für Rheuma und Gicht. In der Vielzahl der Heilmittel ist es natürlich nicht einfach, das Richtige anzuwenden. Ich würde aber die Schlüsselblume bei jedem Rheuma oder Gicht, auch bei Lähmungen, verwenden. Hildegard schreibt auch da nicht, ob man die Blüte oder Blätter verwendet. Aber nachdem die Wirkstoffe im ganzen Kraut zu finden sind, verwendet man die alles zusammen. Man gibt dabei mehrere Stängel von der Schlüsselblume mit der Blüte und Blätter in einen Krug und füllt es mit Wasser an. Lasst es ein bisschen ziehen, aber man trinkt dieses Wasser den ganzen Tag verteilt. Und das Kraut lässt man auch so lange in dem Krug drinnen. Ich würde empfehlen, das Wasser, den Ansatz täglich frisch zu machen. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Wenn Sie diesen Ansatz mit der Schlüsselblume mit Wein machen, haben Sie noch eine stärkere Wirkung. Natürlich müssen Sie die Menge drastisch reduzieren, aber ich denke, ein Viertel Liter Wein auf den Tag verteilt ist für einen Erwachsenen sicher kein großes Problem. Natürlich müssen Sie selber entscheiden, ob Sie diesen Ansatz mit Wein oder mit Wasser machen. Sie können auch beides zur gleichen Zeit
ansetzen. Ein Viertelliter Wein und einen halben Liter mit Wasser angesetzt und verteilt trinken. Und die Hildegard sagt, und der Mensch wird geheilt werden. Das verspricht auf jeden Fall eine ganz starke Wirkung. Neben den soeben erklärten Anwendungen der Schlüsselblume in der Hildegard-Medizin kann man aus dieser Pflanze auch einen Tee zubereiten. Dieser wirkt vor allem schleimlösend im Bereich der Atemwege und wird daher bei Husten, Bronchitis oder Entzündung der Nebenhöhlen verwendet. Nähere Informationen über unser Angebot finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.hildegardmedizin.at. Beim nächsten Mal widmen wir uns den Heilkräften einer Pflanze, die in jedem Hausgarten zu finden ist, der Petersilie. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund!